Einen wunderschönen guten Morgen zu Dakar Dakar TV mit dem nächsten Spielbericht. Und heute haben wir einen Special Guest hier im Dakar Dakar Studio, der Evotech Sturmherr. Ja, moin, sei gegrüßt. Seid gegrüßt. Normalerweise sage ich immer moin, lasse halt. Das macht heute keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, nein. Grüße gehen trotzdem raus. Ja, auf jeden Fall. Du hast heute Tyranniden mitgebracht und wir machen heute einfach ein cooles Aspetica-Spiel, hat man gesagt. Und dann führ uns mal durch. Ja, genau. Also wir spielen heute einfach mal zwei Spiele. Einmal bei dir auf dem Channel, einmal bei mir auf dem Channel, haben wir uns überlegt. Und ja, ich starte mit meinen Tyranniden. Da habe ich natürlich meine Schwarmflotte Omega Phi aus der Kampagne heute mitgebracht. Splitter der Schwarmflotte Kronos. Und hier seht ihr schon, hier vorne, da ist er, ne? Schlürfer. Schlürfer habe ich dabei. Und ja, der hat heute aber mal ein bisschen strengere Freunde mitgemacht als in der Kampagne. Also mal ein bisschen besser. In der Kampagne haben die Tyranniden ja immer hart eingesteckt. Und jetzt geht es mal richtig auf den Sack für die verrückten Tau da, die Fischköpfe. Ich habe den maximal ausgerüsteten Schwarmtyrant mit Flügeln. Der hat eine Heavy Venom Cannon am Start und eine fette Kralle in der anderen Hand. Als Kriegsherrenfähigkeit hat er den Resonant Barb, dann kann er eine Psi-Kraft mehr casten und kriegt er auch seine Psi-Test. Das ist ganz cool, gerade gegen Tau, die ja gegen Psi nichts machen. Ja, dann Vierer Retter sowieso, Katalyst als Psi-Kraft für den Fünfer Innenwallen und den Psychic Stream und den Smite natürlich am Start. Ja, ansonsten alles, was Rang und Namen hat, Adrenaline, Glands und Toxinsäcke. Also mit anderen Worten, ich habe einfach alles angeklickt, was ging. Okay. Ja, kostet auch irgendwie jetzt 590 Punkte. Auch mit Variante. Dann haben wir hier Schlürfis Freund, die Wespe. Das ist die Neurotrophe, die natürlich den Smite auch hat und dann den Symbiostorm in Kombination mit dem guten alten, wie heißt der, Exocrine. Ist das natürlich mega gut. Alter Codex auch noch, gibt es nicht sowas Formulierungen wie Unmodified Sixes oder so, sondern da macht er schön auf 5 plus noch die Zusatztreffer, das ist richtig geil. Ja, da ist er auch, der Freund vom Schlürfi, das ist Würfi, der Exokrine und Spooky, der Tyrannofex. Der hat aber heute mal die fette Rupture Cannon am Start, also der will ja auch irgendwann mal was töten und nicht nur mit dem Flammenwerfer durch die Gegend rennen. Ja, dann 6-mal die Hive Guard, Scheiß auf Blast, ne? Also Blast nervt mich einfach, ist mir egal, ich ignoriere das einfach einmal, ich spiele einfach immer maximal, mache ich bei Necrons auch. Hast du viel Blast da so? Ein bisschen, ne? Eigentlich nicht. Ja, dann hab ich mich nicht falsch entschieden. Also die stellen sich irgendwo hinter den Losbooker, hinter ein Obscuring-Ding und schießen einfach jede Runde doppelt. Das ist der Plan. Ein bisschen Synapse haben wir noch dabei. Hier Tyranidenkrieger, nochmal Tyranidenkrieger. Schwarmtyrant ist sowieso eine Synapse, die Wespe auch. Und dann ein bisschen Screen mitgebracht. Gegen Tyranniden vielleicht nicht so erforderlich, aber ja, falls mal irgendwas in den Nahkampf will, stelle ich mir meine Thermaganten davor. Die sind nackt, einmal 20, einmal 19. Ich wollte jetzt nicht über 1500 Punkte kommen, sonst hätte ich irgendwie 1502 gehabt. Ja, Wurst. Das ist ja nicht erlaubt. Das geht nicht. So. Und dann zum Schluss noch eine gute Harp hier. Ne? Ich wollte die einfach mal wieder austesten. Ich finde die eigentlich ganz nice. Die hat 2 Venom Cannons am Start und hat auch noch so eine Sporenbombe. Das ist jetzt nicht so hart wie irgendwelche anderen komischen Flieger von Admech oder sowas. Aber immerhin fliegt sie irgendwo drüber und wirft so eine Bombe ab, die da so ein bisschen Mortal Wounds macht. Wenn sie nicht trifft, fällt dann so eine Spore vom Himmel, die dann irgendwo landet. Ist auch irgendwie ganz nett. Schwarmflotte Kronos habe ich schon gesagt. Einsen wiederholen beim Treffen, wenn ich stationär geblieben bin. Ansonsten ist das der alte Kodex, noch nichts Neues. Irgendwelche Fragen? Ich glaube, ich habe keine Fragen. Die Happy habe ich zwar noch nie gesehen, aber ja. Der Max ist ja auch ein begeisterter Tyranniden-Spieler und deswegen. Den meine Masken. Erzfeinde, Martin. Okay, ja, ich habe auch einen alten Kodex dabei und dann gucken wir mal, was ich dabei habe. Ne? Wunderbar. Ja, ich habe meine Tyranniden, ich habe meine Tau mitgebracht. So, bald sind es Tyranniden. Genau, richtig. Bald auch Tyranniden brauchen Omega 3. Ne? Omega Phi. Omega Phi, genau, richtig. Ne? Und wo kriegt man das am besten als vom Fisch? Ja. Deswegen habe ich meine Tau mitgebracht. Tau Sept heute. Also immer noch Abwehrfeuer auf die 5+. Und ja, angeführt wird der ganze Haufen vom Commander im Cold Star Suit.
Der ist das Exemplar auf Mont K, das heißt, der darf vorrücken und ohne Abzüge seine Sturmwaffen abschießen. Von denen er drei hat, er hat drei Fusionsblaster, dann hat er noch einen Schildgenerator und das Relikt der Armee, das ist ja so eine Aufwertung von denen, die Crosslink Stabilizer Jets, muss man haben. Wow. Das heißt, er darf Treffer und Verwundungsgriff von 1 wiederholen. Von Haus aus. Ne? Cooler Hund. Stirbt zwar in jedem Spiel, aber so, das machen halt Taukommander. Ne? Dann habe ich eine Kader Feuerklinge, das ist der junge Herr da mit dem Fernglas in der Hand. Dann habe ich dabei einmal zweimal sechs Feuerkrieger, einmal fünf Feuerkrieger, jeweils mit einem Chef dabei, mit so einem Shazui. Dann in der Elite-Sektion, die ist ein bisschen voller, ein Fireside Marksman zum Markieren, dann der gute alte Riptide Battlesuit mit Smart Missile Systems und der Heavy Burst Cannon. Dann hat er noch ein ATS dabei, so ein Art Advanced Targeting System. So, also nichts Neues im Westen. Mhm. Dann dabei, einfach heute mal ausgepackt, drei Crisis Suits. Geil. Wahnsinn, ne? Und zwar, wie ich sie ausgerüstet habe, zwei Stück mit drei Plasma-Gewehren. Dann habe ich der Chef, der hat einen Drone Controller und zwei Plasma-Gewehre und trägt noch so ein Iridium Battle Suit für Zweierhose. Die werden begleitet von sechs Gun Drones. Damit die gleich so shoppen können und ordentlich rumdackern können. In der Sturmsektion haben wir tatsächlich auch was. Vier Krothunde, dann habe ich Tactical Drones, acht Stück, vier mit Schildgenerator, vier mit einem Zielmarker. Dann habe ich dabei zwei Piranhas mit Burst Cannons. In der Unterstützungssektion noch zwei Auswahlen. Einmal das Hammerhead Gunship mit Burst Cannon, mit Railgun, ganz wichtig, heute einfach mal Einschussstärke 10, mehr braucht man nicht. Wahnsinn. Der hat auch noch zwei Seeker-Missiles dabei. Und als allerletztes den Breitseiten-Shazui mit Smart Missile System, auch Heavy Rail Rifle und Seeker-Missile. Und noch ein Schildgenerator. Macht ja auch 1500 Punkte. Ich finde das episch mit dem Ding, ne? Einfach so die Vorstellung, der lädt seine Railgun auf und dann latzt der einmal so komplett durch den Tyrannofex durch. Ja, das ist schon nice. Das ist schon nice. Also der wächst danach wieder zusammen, das ist kein Problem. Aber oder bleibt im Rettungswurf stecken. Ja, ich glaube, hast du noch Fragen? Du kennst auch Tau ganz gut. Der Klassiker. Der Klassiker. Und ich würde sagen, jetzt suchen wir uns mal ein paar Spellica-Missionen aus. Dann sehen wir uns im Roll-Off wieder, oder? Perfekt. Gut. So, wir haben aufgebaut. Ich habe mir die Seite hier ausgesucht und ich fange mal an mit kurz... die Breitseite, die Krothunde, hier stehen einmal Feuerkrieger, Fireside Marksman, hier steht der Hammerhai in der Mitte, hier ein kleiner Burg mit Riptide, den Drohnen, Commander, den Piranhas, das sind wirklich Fische, und den 6x6 Feuerkrieger, da steht die, wie heißt er jetzt? Also, die K-Feuerkrieger. Und ganz außen, ganz, ganz traurig, Feuerkrieger. Okay. So, du hast da stehen. Ripper Swarms, dann habe ich hier meine Ballerburg. Hier ist auch mein Marker, den ich immer halten muss. Ich würde es immer mit dieser Einheit hier machen, mit den drei Dingern. Also falls ich mal vergesse es zu sagen, sie machen die Action. Sie machen das, okay. Ja, außer sie sind tot, ne, natürlich. Dann haben wir hier die Giganten, in der Mitte mein Würfi, dahinter die Wespe. Die schwänzelt hier so am Schwanz rum. Mein guter alter Schwarmtyrann steht hier hinten ganz schön. Ja, dann der Tyrannofex und auf der linken Seite die Harpier. Hier halte ich nochmal den Marker mit meinen Tyranninkriegern. Und mein Plan ist es jetzt quasi hier so in die Mitte auszuschwärmen auf den Marker, wenn ich die erste Runde habe und dann richtig immer drei Punkte zu scoren. Dann, ne? Vor allem um den geht es ja eigentlich auch immer so richtig. Wenn man seine zwei Hauptmarker hält, dann geht es eigentlich immer um den in der Mitte. Ne? Ja, Roll-Off. Genau, schauen wir mal. Ich nehme mal den Kings of the Hill Würfel. Das könnte ja vielleicht gut sein. Jawoll! Das ist die 6. Das ist die 6. Dann würde ich sagen, muss man eigentlich auch bei Asbellica dann beginnen? Ich glaube ja, ne? Mit ja, das ist ja. Gut. Kriegst du eine Ghetto-Faust? Ghetto-Faust. Gutes Spiel und richtig. Ja, mach ich. So, Bewegungsphase. Runde 1 ist durch. Mhm. Die Hab hier ist schon in meiner Aufstellungszone. Na toll. Genau. Ja, musst du die wegmachen in Runde 1, ne? Genau, richtig.
Ja, achso, ich habe meinen Schwarmtyrant noch nicht bewegt, aber der bleibt erstmal hier hinten. Der möchte erstmal so ein bisschen abwarten, was da so kommt hinterm obskuren Blocker. Dann haben wir gerade ein bisschen rumdiskutiert, beziehungsweise einfach nur überlegt, ob ich hier durchschießen darf, weil das wirklich nur ein ganz schmaler Feuerkorridor ist, aber man sieht was, deswegen haben wir jetzt gesagt, hier kann man auf den Hammerhai draufschießen. Waffe sieht Waffe. Ja, die Wespe, die ist in der Mitte, die macht jetzt gleich den Symbiostorm an und ansonsten würde ich mal mit der Psi-Phase beginnen, ne? Genau. So, Hex, Symbiostorm. Da ist die 11, das ist wohl an. Ist wohl an, da kann auch Tau gar nichts gegen machen. Wann ist wir kennen nicht. Sowas nicht. Genau. Und dann würde ich einfach mal damit anfangen zu schießen. Jawohl. Also, ich gebe 2 CP aus für den, ne, 1 CP ist das, 1 CP für den Schleim. 2 CP. Der Schleim kostet auch 2 CP? Ja. Ich dachte nur, Doppelschießen kostet 2 CP. Aber ich bin mir relativ sicher, der Pathogenschleim, ne? So, genau. 12 Schuss hat die mit den super schönen 9 Würfeln. Ja, Dacke, weil hat sich bewegt, genau, und hast den Twitter Gym ausgegeben, ne? Das ist halt stationiert. Halt. Genau, das habe ich gemacht. 12 Schuss, also ich schieße sofort doppelt, ne? Weil ja, auf jeden Fall. Einsen zum Rerollen, also richtig gute Würfel, die du mal gegeben hast. Ja, sicher. Eine 2 nur dabei. Guck mal. Wahnsinn. Ich freue mich total. Ja, ich mich auch. So, hier alle 5 und 6 dabei. Ihr kennt den Symbiostorm auf die 6 plus. Kriege ich eine Bonusattacke. Und weil es hier damals noch nicht unmodifizierte 6 plus heißt, in der Regel, durch meinen verbesserten Trefferwurf kriege ich jetzt hier quasi einen auf die 5 auch dabei. Das sind also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück dazu. Ne? Dann machst du mal aus 12 Schuss 18 Treffer. Kann man mal machen, ne? Also das ist ein ganz normaler Tag. Das ist ein normaler Tag bei den Pyramiden. Jetzt sag mir doch mal kurz, was hat der für... Der hat ja schon 7. Das ist schön. Ich habe nämlich Stärke... Ja, das war gut, ne? Ich habe Stärke 7. Mit rühren. Ratz! Schwupps. Könnte es schon gewesen sein. Ja, ich denke, das geht ganz gut klar. Das ist, du kannst auch gerne diese Würfel weiter benutzen, wenn du möchtest. Sind, mit minus 3 und 3 10. Schaden jetzt. Muss ich ja so einen Haufen voller 6 schmeißen, wovon ich 3 habe, soweit ich das sehe. Aber dann ist er tot, denn das sind 12, ne? Ne, 14. Dann ist er auf jeden Fall kaputt. Geht er hoch? Nö, das ist ja mal schon weg. So war es geplant gewesen. So ist es geplant, so ist es gelaufen. So, jetzt habe ich eine Frage an dich. Das sind Schilddrones da hinten, die du da hast? Das sind 4 Schilddrohnen und 4 Markiererdrohnen. Mhm. Ja. Okay, komm, dann hagel ich mal meinen Lotzis da auf deinen Riptide rum, solange der noch ohne. Jetzt kannst du noch keinen Dreier retten. Nein, kann ich nicht. Dann mache ich das einfach mal. Was hat der denn da? Der hat eine 2er Hose. Das heißt 2er Hose und wir haben schon 7. Ja, mache ich trotzdem. Ja, das sind 12 Schuss. Jawohl. Von meinen Verrückten. Ja. Die man hier nicht sieht hinter dem Haus. Auf die wunderbare 3, Einsen wiederholen. Jawohl. Ratz. Verbaut. Ah, da ist noch eine 1. Jawohl. Chip, chip, chip. Und das Ganze auf die 3, wenn ich das nicht richtig mich erinnere. Auf jeden Fall. Oh, der war traurig, ne? Nehme ich mal mit. Das sind nur 3 Stück. 4, ne? Ne, 4, da haben wir noch eine 3. Ja, nimmst du auf die Drohnen oder auf dich selbst? Du hast einen DS von 2, ne? Ja. Na komm, ich nehme erstmal eine Schilddrohne, gebe ich ab. Habe ich abgegeben. Ja. Feel no pain. Das ist sehr kippig, aber ja, ist, aus. Dann habe ich den bestanden. Mhm. Gebe ich noch einen ab. Klappt. Feel no pain. Das ist eine Drohne weg. Und zwei nehme ich einfach mal selbst. Ja klar. Dann nimmt der selbst. Ja, auf jeden Fall. So, kriegst du eine rein. Durch. Die drei. Die drei, ne? Bams, 3. Die Würfel sind gut, habe ich schon mal gesagt. Die sind ne? schon richtig, also das meine, merke ich schon, sind meine neuen Lieblingswürfel. Richtig gut. So, die schießen gleich nochmal, aber natürlich am Schluss. Jetzt muss ich mal hier mal schauen. Der ist nicht obskurt. Sehe ich das richtig? Der ist nicht obskurt, ja. Can I see this guy? You can see it. Then I will shoot him down with the Turanofex. You can do it. The 30-point model. Ja, muss ja. Ich schieße auch sofort. Sonst sieht er ja nichts. Richtig. So, also der schießt auch sofort doppelt. Seine 6 Schuss. Und up the 4.
Ja, das war der Schnitt. Die haben es ja auch 2 plus. Eine 1 dabei, warte mal, eben kurz überlegen. Wiedersehen. Da sind nur 3 Leben. Achso, ja, kannst du nicht da irgendwie rüsten? Ich guck mal gerade, was meine Rupture Cannon für ein DS hat. Stimmt, bestimmt 3. DS 1000 meinst du? Rupture Cannon. Keiner Würfel. Ich habe auf jeden Fall nicht gerüstet. Minus 3 hat das nämlich nur, ne? Ja, ich habe nicht gerüstet. Und die also, 6 Schaden, mache ich zweimal, ne? Doppel 1 lebt doch noch. Ja. Und? Ne, 8. Tschüss. Tschüss. Ja, dann kommt noch das Schöne. Das Schöne habe ich mir aufgehoben. Die, ja. Die Harpier. Die Söhne der Harpier, wir kennen sie aus Game of Thrones. Möchten, ja, also mehr Sinn macht es, glaube ich, auf die Spackos da zu schießen, aber ich möchte auf den schießen, einfach weil der so geil ist. Der ist besonders geil. Genau. So. 2x Assault D3. Guck mal, wie viel Schuss wir so machen. Das sind genau 2 Schuss. Das macht etwas traurig. Aber ist so. Auf die 4 plus. Das macht noch trauriger. Ja, das war's. Hast du nicht gesagt, die HP wäre so toll? Ja, das, also vom Design her finde ich die nice. Ist, ne? Auf jeden Fall schön. Ist ein Blender. Blender, genau. Okay. So, dann 2 Serpass. Für Doppelschießen. Jawohl, so wird's gemacht. Und da muss ich jetzt doch dann leider auch den zweiten Schuss da auf die Feuerkrieger da machen. Ne? Mach das mal. Und ich weiß nicht, ob ich einen Abzug kriege, weil die ja Deckung ignorieren. Kriegen die dann trotzdem einen Abzug für Light Cover? Die ignorieren Deckung, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich ein altes Wording. Ja, ne? Genau. Ich glaube, damit ignorieren die tatsächlich auch dichte Deckung. Das könnte durchaus so sein. Also ich lese mal das Wording vor. Also nicht sichtbare Einheit kann man machen. Units attacked by this weapon do not gain any bonus to their saving throws. Das ist ja kein Bonus auf einen saving throw. Richtig. Also müsstest du einen kriegen, ne? Ja. Ja, okay. Dann, weißt du was? Nee. Ich glaube, dann schieße ich lieber nochmal auf den Riptide. Ja. Einfach nochmal. Der Dubio pro Riptide. Genau. Auf die 3, 1 Reroll. Wir sind 2 Einsen dabei. Außenposten. Oh. Ja, die merken das. Die merken die Präsenz der Dacker-Dacker-Würfel. Verdammte Außenposten. Das wollen die nicht. Dass ich hier ihnen untreu bin. Hätte ich den eigentlich auch abschießen können? Ja, der ist so ein bisschen versetzt. Der ist eigentlich sicher. Boah, Wahnsinn. Boah. Wahnsinn. Was habe ich getan, Emotech? Was habe ich getan? 7. Ja. 7, sagt er. Im nächsten Turnier, da wird rasiert. Ich muss abgeben. Gib ab. Auf eine Drohne. Habe ich abgegeben. Noch Pain? Nee, Drohne weg. Ich habe gleich schon keine mehr. Pass auf, ich nehme jetzt einfach mal auf eine, 2 auf eine Markierer-Drohne. Mhm. Also die beiden weg. Okay. Ja, man muss ja gucken, wo man bleibt. Ja, ne? Muss er. Ja. Dann auf noch eine Schilddrohne. Klappt. Ja, okay. Ich verpatze auch kein Final Pain. Und 2 auf sich selbst. Die ist auch jetzt wirklich kaputt. Ja. Kommt einer durch. Und du ahnst, was kommt? Ja. Das ist die 3. Tut mir leid, ich kann da nichts früher. Ich bin ja selber schuld. Genau so sieht es nämlich aus. Ich bin fertig. Du bist fertig. Und du musst Moral machen für die Drohnen. Ja, leider. Ja, gebe ich da schon die 2 aus. Sonst sind sie weg, ne? Sonst sind sie weg, Leute. Ich kann auch eine 1 würfeln. Ich kann auch eine 1 würfeln, so wie ich das heute kenne. Ich gebe die 2 Kommandopunkte aus und dass sie automatisch den Moralwert bestehen. Dann habe ich wenigstens noch was von den Drohnen. Gut, du machst 3 Marker, du machst deine Aktion. Und ich töte den ersten Charakter. Genau. Das heißt ja richtig. Alles klar, und jetzt bewege ich mich. Jo, die Tau haben sich bewegt. Der Riptide ist hier nach vorne gekommen. Der hat sich erstmal die geteilte Nova-Ladung angemacht. Mhm. Für 1 CP. Der hat sich halt einen 3er Rettungswurf angemacht und die Waffe hochgeschaltet. Dann habe ich noch 2 CP ausgegeben. Ich bin jetzt schon auf 3 runter und habe den jungen Mann um 3 Punkte geheilt. Achso, dann ist er mit der Nova-Ladung aber doch wieder auf 10, ne? Weil das reduziert ihm ja einen Punkt, ne? Ja, genau, das hatte ich vielleicht schon eingerechnet. Ja, okay. Deswegen, okay. Ja, deswegen hat er jetzt 10 Lebenspunkte noch. Mhm. Die Jungs sind hier sind hochgegangen, können gleich schießen.
Commander ist ein bisschen nach vorne gegangen. Die Piranhas sind hierhin geflogen. Die haben ja ganz gut was zum Schießen. Werden sie auch gleich hoffentlich tun. Die Jungs sind ein bisschen nach vorne gekommen, können gleich schießen. Die Krotone sind stehen geblieben. Er ist hier stehen geblieben und kann auch gleich auf die Harpe schießen. Psi-Phase haben wir nicht, sowas kennen wir nicht, dafür sind wir noch zu jung. Kommen wir zum Schießen und zwar, wir fangen an mit den Piranhas. Ne, erstmal markieren natürlich. Der junge Mann markiert diese Ganten. Wie gemein. Natürlich. der 2 hätte ja gereicht. Der darf, glaube ich, einen wiederholen, ne? Der Kader Firebird darf, glaube ich, immer einen Trefferwurf pro Spiel wiederholen für sich. Ich glaube nicht. Doch. Ja, genau, ich weiß schon, aber heute mal nicht. Sonst habe ich nichts zu markieren, tatsächlich. Oder wiederhole ich den? Ich glaube, ich wiederhole den. Weil da kommt also ganz viel Decker drauf. Ich würde dann mal nachlesen, ne? Du glaubst mir nicht, ne? Ich glaub dir nicht, Mann. Der darf das nicht. Okay. Aber ja, komm, guck mal, da ist die 6. Dann ist da wenigstens jetzt ein Marker drauf und ich darf einzeln wiederholen. Das ist ja schon mal eine gute Sache. Wir fangen hier an. Eine Drohne in der Seite hat jeweils 4 Schuss. Das sind schon mal 8 Schuss. Plus die Burst Cannon, die das gleiche Profil hat, hat einer 12. Okay, krass. Dann fange ich jetzt mal mit. Ich mache die einzeln auf die 4. Boah, guck mal. Das ist auch so ein paar Kurven. Ja, aber wir können uns ja gleich mal über die verschiedenen Rezepte unterhalten. Ja. Auch die 3. Ich glaube, der war auch gut, ne? Haben die schon ein DS gemacht? Die haben kein DS, ne? Ja, vielleicht der Würfel sogar. Das sind 8. 8 Stück. 8 von 12 kann man mal machen. Da würfel ich doch mal 4 Sechsen. Ne? Gar keine Frage. Einer. 7 tot. Der zweite. Schlups. Der zweite war ein bisschen mehr Schnitt. 5 jedenfalls. Auf die Dry. 3 Stück. Auf die 6. 6 zum Verhexen. Na, 3 Tote. Gut. Dann habe ich hier die Feuerkrieger. Ja. Die haben auf die Reichweite 6 Schuss. Ist so. Auf die 4. Einsen wiederholen. 2 Treffer. Juhu. Nix. Einfach mal nichts. Ganz normaler Tag. Genau. Ob das 15 Zoll sind? Ja, auch machen wir. Machen wir? Ja, auf jeden Fall. Also ich messe das auch noch für dich nach, aber mein Adlerauge sagt ja. Ja, hat es richtig gesagt. Gut, dann treffe ich auf die 4. Eins wiederholen. Die Köpfe sehe ich am liebsten. Auf die 3. Guck mal, das ist nicht schlecht. 7. 7. 7 Tote, das macht betroffen. 4, nochmal raus, nochmal 3, 2 stehen noch. Die letzten 2. Oh nein! Halten einen Marker. Also dann schieße ich mit den Feuerkriegern, schieße ich aber durch den Wald, weil ich mich nicht bewegt habe. Auf die Finne. Eins und trotzdem wiederholen, reicht auch für die 2. Es kann reichen. Ja. Es wird nicht reichen. Reicht nicht. Einer. Komm für Gok und Mark. Der letzte. Aber ich habe ja noch einen Riptide, ne? Richtig. Beziehungsweise wir machen das mal so. Wir nehmen erstmal ihn hier. Ja. Er schießt mit der Heavy Ray Rifle auf den. Und die Smart Missile Systems gehen in den jungen Herrn. Ja. Und damit fangen wir an. 8 Schuss. Das klappt. Eins ist wiederholen. 3. Triple 6. Das hatte auch minus 1 bei dem, oder? Hat er nicht ein ATS? Der hat ein ATS, stimmt, der hat ein ATS. Da reicht ja die Number of the Beast gar nicht. Hast du gemacht, ne? Habe ich gemacht. Dann 2 Schuss Heavy Ray Rifle. 2 Treffer. Stärke 8. Eine Wunde gönne ich mir. Hat der einen Rettungswurf? Ne, sowas hat er nicht. Der ist traurig. Ich mache minus 5. Ja, der ist auch so traurig, dass der seinen Angriff gerade vergessen hat. Der wollte ihn ja eigentlich angreifen. Ich dachte wirklich, das ist ein Flieger, sonst hätte ich dich gewarnt. Auf die 3 wiederholen. Ich habe den Indianer mitgebracht mit Blaseball unterm Tisch. Schmerzt du dich, Kurbel? Also darf ich jetzt Schaden machen, der macht für 6 Schaden. Ja, sicher. Ne? Ja, mach rein. 4 Schaden. Gut.
so ein leichtes, schlotziges Geräusch. Die Krothunde scharren so ein bisschen im Sand. Mal gucken, ob was ankommt. Aber die machen gar nichts. Wenn er auf den schießt, das hört sich so ein bisschen so an, wie wenn er am Ostseestrand in so eine Qualle trittst. Ah. Ungefähr. Kannst du dir das Geräusch vorstellen, so bildlich? Wahrscheinlich tut es dann auch 3 Sekunden später danach weh. Ich habe noch Riptide. Der schießt mit den ATS auch auf die... Pass auf, der schießt alles in die Ganten. Echt? Der geht nicht auf den, ja? Ich wurde nicht auf die 5. Ja, stimmt. Noch 2 Schaden, du hast 5er Hose gegen mich. Ja. ATS in die und die dicke Knarre geht in den... Hast du mich gerade ein bisschen bekehrt? Man muss ja auch irgendwann mal anfangen, ne? Ja, ja. 14, 16, 18 Schuss auf den dicken Herrn, die erste Klinge. Oh, den habe ich nicht getroffen. Auf die was jetzt? Auf die 4? Der trifft auf die 4 und darf nichts wiederholen. Zack, zack, zack. Na, nicht auf die 5. Aber besonders gut. Ja, dann musst du gut rudern. Oh, der macht getroffen. 3 Sechsen. Der macht aber trotzdem getroffen. Das kann man so sagen. Ob du 5? 2 Schaden. Einer nicht. Würde ich sagen, den nehme ich. Den nimmst du, ne? ATS in die Ganten. Okay. Auf die 4, nichts wiederholen. 4 Treffer, Schnitt. Auf die Dry. 4-mal. Oh, mit 1 Minus, genau, sind 4 tot. Immer tot. So, dann bin ich durch. Ich halte 3 Marker, das ist auch eine Mission von mir. Ja. Dann mache ich sonst, glaube ich, noch keine weitere. Doch, Aufstellungszone halte ich nicht frei. Blöd. Blöde Hab hier. Und gib ab in Runde 2. Die zweite Runde beginnt. Die Hab hier hat sich ein bisschen bewegt. Wir haben festgestellt, sie ist kein Flugzeug. Ne? Mhm. Die hat so wie der alte Chaosdrache. Ja, Flyer hat sie schon, aber... Aber es ist kein Flugzeug, das ist ja jetzt auch ein eigenes Keyword. Ne? Hm? Der Schwarmtyrann ist vorgekommen, sehe ich. Ja, genau. Ganz viele Gribblis sind wieder vorgekommen. Ja. Da sind noch mehr, das Schlürfi hast du gesagt. So, Schlürfi ist 12 Zoll gerannt, also 6 Zoll gerannt hier vorne. Das ist der hier, der hat schon den Typen da, den Schatzui, ja. Hat er schon auserkoren. Der wird in irgendwie so einen Schleim umgewandelt. Vielleicht riecht er besonders gut. Ja, der schleppt sich den in den Säurepool rein und dann wird er gewadet. Ja, ach so, okay. Ansonsten hier wieder nach vorne gegangen und ich fange an mit der Hexerei. Symbios Storm auf den Typen. Klar muss ich machen. Mit der 6 hat das geklappt. Dann lasse ich das so. Er macht den Katalyst auf sich an. Mit der 7, da kriegt plus 1, hat das geklappt. Dann macht er den Smite Roberto auf den Typ. Mit der 4 hat das nicht geklappt. Da gebe ich mal einen CP aus. Da ist die 7. Das passt. W3 Mortal Wounds. Ich kann ja nichts dagegen tun. Diesmal nur eine. Ja. Zeig. Und dann macht er, weil er noch eine dritte Psykraft casten kann, weil er der Resonant Barb ist, macht er den Psychic Scream an auf den. Es gibt aber kein, das wäre jetzt für ein Smite geil gewesen. Wäre andersrum gut gewesen. Ja, egal. D3 nochmal hinterher. 2 Stück. Okay, zack. Also alle Psykräfte an von dem. Und jo, dann fangen wir mit der Schießphase an. Ist das jetzt ein Trupp? Das ist ein Trupp, ja. Ja, okay. Ich schieße aber trotzdem mit dem Tyrannofex auf den Trupp. Mache auch sofort doppelt. 6 Schuss. 6 Schuss auf die 4. Wanns to Reroll. Two Wanns dabei. Because you're not moved. Ist so. Aber nur die guten Daka-Daka-Würfel treffen. Auf die 3. Ja, das ist so. Oh, ja gut. Egal. Einer. Geht durch. Ich habe nur eine 4er Hose. D6. Kommt der CP? Der hat noch 3. Kommt da der CP? Muss der machen, ne? Das ist ja peinlich. Das ist ja peinlich. Schäm dich. Nee, kommt nicht. Kommt nicht. Nein, will ich im anderen. Okay. Ich sagte den Grund, ich habe noch 4 CPs, ich muss doppelt schießen und ich brauche den Pathogen schlagen. Ja, okay. Hilft nichts, ne? Aber ich kriege die auch so weg. Ne? Da ist ja auch noch der Schwarmtyrann da, der im Nahkampf auch rumhottet. Ich habe, glaube ich, noch Stachelsalbe. Da muss ich mal gerade gucken. Ich glaube, das müssten 4 Schuss nochmal sein.
Innerhalb von 24 Zoll sind die, ne? Die darf ja auch zweimal schießen, ne? Ja, das ist doch ein Abschuss. Acht Schuss, auch wieder schön bunt. Mit Außenposten nicht traurig ist. Die 4. Mhm. Okay. Bin du wie wohl auf den Schild gekommen? Genau. Dann wären sie aber auf die 5. Oder hat das Stärke? Stärke 5 hat das. Was hast du für einen Widerstand? Gute Frage. 5 oder 6? Ich guck mal kurz dann nach. Dann musstest du nachgucken, weil dann auf die 4 hätte ich den sonst einmal verwundet. So, ich habe Widerstand 5, deswegen hat es verwundet einmal. Ja, dann schmeiß mal. Minus? Ohne alles. Geht durch. Dann hat der noch einen Lebenspunkt. Mhm. So sei es. Dann er hier drauf auf den Trupp. 3D3 Schuss mit der Heavy Venom Cannon. Macht einen Schuss. Trifft auf die 3. Ja, das war die hier, ne? Ja. Und das Ganze auf die 3 auch zum Verwunden. Boah. Das macht irgendwie ein bisschen traurig gerade. Aber ist so. Ich will nicht meckern. Ja, sonst schießt da nichts drauf. Dann machen wir ernst, ne? 2 CPs für den Typen hier. Exokrine. Exokrine. Pathogenschleife ist angemacht. Alles an auf den Verrückten. Muss ja. 3 Schaden jetzt. Genau. Böse so. Geschichte. 12 Schuss. Nee, wir machen es für Außenposten fair. Ist sonst gemein. Schießt ja auch eigentlich zweimal. So, und das ist jetzt die klassische Kings of the Hill Zangenwurf-Taktik. Boah. Nicht schlecht, ne? Das ist hervorragend, würde ich mal sagen. Nochmal? Jetzt ein Full House ist. Alle. Ist Full House. So, diese kommen noch dabei. Kommen noch dabei. Ja, einfach mal geschmeidige 8 Treffer mehr. So viele Würfel habe ich nicht. Hier nochmal 4. Nochmal 2. Ich kann ja noch zwei. Dann brauche ich noch 2 von den. Die verseuche ich jetzt. So, auf. Komm auf die 4 und. Wieso auf die 4? Du hast ja Stärke 7, ne? Der hat Widerstand 7? Ja. Oh Mann. Ja, zum Glück. Okay, das hat Widerstand 6 mal. Mann. Razzi. Ja, das gleich. Okay, ich sortiere mal aus. Ne? Boah, ist okay. So, Schlops. Den noch? Habe ich den umgeschmissen? Weiß ich nicht. So. 4, 8, 10 Stück. Können wir mal machen. 10 Stück? Yes. Sagst du? Sag ich. Dann sag ich jetzt erstmal. Jetzt müssen die, die zwei Markierer-Drohnen dran glauben. Mhm, dann muss ich eine selbst nehmen. Achso, eine muss ich selbst nehmen. Auf die Dreier, den Dreier-Retter, den habe ich. Das waren 2 jetzt, ne? Ich nehme mal hier weg. Genau, richtig. Ja, dann noch. Einmal auf die Markierer-Drohne vermutlich. Habe ich ja eine abgegeben, ne? Deswegen ist sie auch tot. Nee. Ich habe ja einen abgegeben und einen konnte ich nicht abgeben. Deswegen ist eine Drohne, Markierer-Drohne tot. Ja, und die andere hast du auf ihn selber genommen. Die steht ja, stimmt. Also du kannst nochmal... Genau, richtig. Markierer-Drohne? Nö. Also Wertkampfwurf? Nö. Das sind da 3. Kommt schon der CP, den ich habe, den letzten. Da ist die 6. 6. Richtig. So. Ja, dann habe ich immer noch eine Markierer-Drohne. Warte, wie viel haben wir jetzt gemacht? Das war schon wieder einen... Dreier Retter, also Chef, ja. Markierer-Drohne, ja. Jetzt ist sie tot, okay. Schilddrohne, mhm. Abgegeben, ja, tot, auf ihn selbst. Und dann habe ich noch 4-mal auf den Dreier Retter, ohne Wiederholung. Oh. Ja, da kriege ich 9 Schaden, ne? Warum dann nicht? Habe ich noch einen. Ein ganz normaler Tag. Absolut heftig. Meine Damen und Herren, absolut heftig. Das macht betroffen. Das macht sehr, sehr betroffen. Aber jetzt müssen wir den Sack zumachen, es tut mir leid. Jetzt kommt die Schwarmwache. Ja, stimmt. Oder die habt ihr darüber. Oder die kann die auch. Einen Lebenspunkt eben wegknabbern, wenn wir mit 2 wie Venom kennen, ist auch geil. Würde ich sagen. Nee, komm, wir machen die Schwarmwache. Schwarmwache. So, das sind auch 12 Schuss. 12 Schuss aus der Hölle. Der 3. Da ist einfach mal keine 1 dabei. Und das Ganze nochmal. Höre ich Beschwerde? Nee, das war einfach nur ein Statement. Also eine Feststellung. Auf die 3. Der war gut. Wups, der war richtig saftig. So, einen Dreier Retter verbaselt und dann ist er. Wie viel hast du da? Im Reich der 8, Träume. Ne? Sind 8.
Pass auf, das werden jetzt einfach alles zusammen. Alles. Alle über die Zeit. 40 dann. Einer, ne? Ich habe keinen Reroll mehr. Ne? So ist das. Aber ist er schon tot? Ein geiler Wurf, du. Das ist schon ein geiler Wurf. Aber auch der Riptide ist weg. Mhm. Trotz dreier Retter, trotz Schilddrohnen und andere Drohnen. Mhm. Einfach ein saftiger Wurf, ne? Kann man so sagen. So. Dann da hinten, die Harpier muss harpieren auf deinen Verrückten, da, auf den, der mich gerade verwundet hat. Ach, auf den, auf die Breitseite. Genau, ja. Erstmal hier so ein auf vier. Warte mal, jetzt muss ich mal eben nachdenken. Ich bin ja über den drüber geflogen. Ne, bin ich doch über den drüber geflogen irgendwie so, ne? Wenn ich das in der Bewegungsphase mache, habe ich das jetzt vercheckt. Ja, mach das einfach nach. Ich töte den auch so, habe ich vergessen, in der Bewegungsphase. Und dann kommen jetzt die zweite, drei Schuss, ne? So ist das. Das sind vier Stück. Kombination macht das. Blau und rot. Auf die vier. Mhm. Ey, was ist mit euch? Also Yin und Yang. Das wird ja mal abwechselnd gemacht. Ich habe Widerstand sechs. Auf die drei. Ja. Zwei Stück. Und das hat eine mächtige DS von minus zwei, also auf die vier. Ja. Heute wollen sie nicht. Ja. Echt beide? Ja, bin, ja, bin durchgegangen. Sechs Schaden. Sechs Schaden? Ja. Da ist er auch tot. Ja, Leute, läuft, ne? Also, ja, ist halt Zufahrt, Runde 2. Passt. Die Würfel laufen heute nicht so gut. Ja, zwei CPs gebe ich nochmal aus, um dich maximal zu demütigen. Weil ach, aus das. Diesem Grund bin ich hierher gekommen. Ja, auf jeden Fall. Hier scheiß auf schönes Spiel und so. Einfach nur richtig rumficken. Ich schieß mal noch Feuertrieger ab. Ja. Welche nehme ich? Ich nehme jetzt mal die, auch wenn ich die einen schlechter treffe. Auf die, auf die, weil Schlürfi will sich ja wieder der schnappen. Das ist alles richtig. Auf die 4, eine wiederholen. Oh, da ist noch eine 1. So, die sind raus. Und das Ganze, ob die 2 plus. Eine 1, aber 6 Stück. Da habe ich sogar tatsächlich nur eine 6er Hose, weil ich in der Ruine stehe. Ja, das ist keine Ruine, aber du hast nur 6er Lappen einfach so. Nee, die haben, nee, die. Ja, die haben ja sonst. Achso, die. Ja. Stimmt. Ich hab. Ja gut, dann sind die tot, ne? Ja. Gut. Du hast ja eine 4er Hose und ich mach nur DS minus 2. Deswegen war das schon regelmäßig. Das stimmt. Genau. Dann habe ich noch eine 6er Hose. Okay, Chacho Berto, Schussphase ist vorbei. Hab hier auf die Typen, die machen glaube ich kein höheres Wohl, wenn sie umsehen. Nein. Und der Tyrannofex geht auf die. Dann mach ich den, komm, dann machen wir eben das Abwehrfeuer off-cam, würde ich sagen. Dann sehen wir uns in der Nahkampfphase wieder. Ja. Jo, der junge Herr schlägt auf den Trupp zu. Da ist ja noch einer mit einem Lebenspunkt. Und ja, da würde ich einfach mal, für den würde ich einfach mal mit dem Schwanz anfangen. Der hat ja eine Schwanzattacke. Die trifft aber nicht. Ja, ist so. Kannst nur gucken. Dann habe ich 4 Attacken mit dem Monstrous Rending Claws auf die 2 plus. Eine 1 ist raus, kein CP mehr. Die Verwundungswürfe darf ich jetzt rerollen. Also, der verwundet auf die mit Stärke 6, auf die 3 dann. Auf die 3, ne? Ein Reroll. Nee. Der hat jetzt minus 6 und macht. Das ist der eine ja kaputt. Der eine hat ja schon mal ein Leben verloren. Ja, geht der hoch? Der geht hoch. Okay. Dann machen wir gleich und der kriegt dann nochmal 3. Wunden rein. 3 Wunden rein, gut. Oh, schön, D3, I'm sorry. Ja. Also das ist jetzt der Ding. Ja, der hat ein Leben noch gehabt, genau. Ja, also und 3. Der eine kriegt tatsächlich 3 Schaden und du kriegst auch noch einen Mortal. Ja, viel noch Pain. Katalyst ist an, kommt aber durch. So, dann nochmal hinten die HP. Ich vermute mal, du willst nicht reingrätschen. Nein, kann ich auch nicht. Ich habe kein CP mehr. Okay, HP hier. Hat wunderbare 4, nee, das war der Tyrannoflex. 3 Attacken. Mit den Skiting Wings, so heißen sie. 3 Attacken auf die 4. Mhm, okay. Ja. Dann darf ich bestimmt noch zurückhauen. Das ist so. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was Kroton im Nahkampf machen, aber ich würfel einfach mal 4 Attacken. Ich hätte mal 8 gemacht, du. Ja? Ja. Können wir da die 2 haben? Die beißen mit Schwanz und Maul. 3 Treffer. Mhm. Auf die 6. Ja. Die haben auf jeden Fall eine Stärke. Gut. Das war meine Runde. Moraltest musst du irgendwo machen, glaube ich nicht, ne?
Nee, da, die haben einen verloren. Ich glaube nicht, dass ich da machen muss. Bei einer 6 hätte ich sowieso gestanden wahrscheinlich. Ja, du machst deine Aktion da hinten. Genau. Du hast noch keinen Charakter getötet mehr. Aber 3 Marker habe ich wieder. Genau. Und dann würde ich sagen, guck mal, was die Tower jetzt noch so reißen können. Jo. Jo, die zweite Runde. Zweite Runde erst, ne? Ja. Der Tower. Gott. Ich muss ja noch einen Nahkampf geben, Martin. Klar. Zack. So. Die sind zurückgefallen, wie ihr gerade live gesehen habt. Die sind stehen geblieben. Können gleich auf Ganten schießen. Der ist zurückgefallen vom Schwarmtyrant. Es steht wahrscheinlich ungefähr 3 Zoll am Marker. Kann halt nicht schießen. Die sind ein Stück zur Seite gegangen. Der ist hier hingeflogen und möchte die gleich töten. Das sind Multi-Wood-Modelle, kriege ich halt Punkte für. Mhm. Also die Schwarmwache kann indirekt schießen. Ob ich jetzt hier stehe oder da stehe, macht keinen Unterschied. So komme ich leider nicht mehr weg. Da hinten ist meine Verstärkung gelandet. 6 Schilddrohnen, 3 Crisis, auch die können noch Multi-Wund-Modelle töten. Mhm. Und ja, dann würde ich sagen, geben wir jetzt mal Gas mit der Markierungsphase. Check. Und wir fangen an, die Ganten zu markieren. Klar. Haben die gemacht. Haben die gemacht, ne? Ja. Haben die gemacht. Gut, dann fangen wir an zu schießen. Ich habe hier die Feuerkrieger, die sind ja wieder in 15 Zoll. Schnellfeuer, das sind dann 10 Schuss auf die 4. Einsen wiederholen. Zack, zack, zack. Auf die 3. Ja, sind 6 mal kein Minus. 6 mal auf die 6. Keine 6 dabei, sind 6 Tote einfach. Schlups. Schlupp, schlupp, schlupp. Dann mein Commander mit 3 Fusionsblastern. Mhm. Auf die. Ja, auf Schlürfi. Die, ja. Auf Schlürfi. Aber das alles ist dann schlechter, die durch den. Ach nee, steht im Wald, ne? Ja. Genau. Auf die 2. Die darf ich wiederholen wegen den Stabilizer Jets. Ja, dann wirft man Schaden. Ist. Muss nacheinander machen. Nacheinander. 1. Da kommt der letzte CP, den ich habe. Neuer Würfel. Mhm. Tot. Einer tot. Tot. Zweiter tot. Und tot. Schlürfi kommt zurück in den sauren Pool. Genau. So, dann habe ich hier noch Feuerkrieger mit 10 Schuss, ne? Oder ja, wir könnten ein bisschen weit sein. Erstmal nach, 15 Zoll. Ja. Ja, also so 2 oder so hast du auf jeden Fall. 2 doppelt, 4 so. Kräftig auf die 4 Einsen wiederholen. War auch so ein bisschen traurig, ne? Mhm. Die Dry. 3 Runden, 3 Wunden. Okay. Ohne. Auf die 6. Keiner dabei, 3 Tote. 3 Tote. Dann sind wir hier fertig. Da sind wir fertig. Dann kommen wir da hinten zu. Runde Finale. Da muss ich jetzt über. Dann schieße ich jetzt auf. Ich glaube, ich muss tatsächlich eigentlich auf deine Einheit schießen, die die Aktion macht. Ne? Ja. Aber eigentlich sind die natürlich nicht so saftig. Das ist so. Das ist ein bisschen blöd. Die Schwarmwache kann aber gleich nicht doppelt schießen. Ist auch trotzdem egal, weil du noch genug zum Schießen hast. Ich mache jetzt deine Aktionsdudes kaputt. Okay. Mit den Plasmagewehren. Hau rein. Die haben Schnellfeuer, also hat einer 6 Schuss. Mhm. Das sind 12 Schuss von den beiden. Mhm. Und der eine hat ja nur 2, das ist der Shazui, deswegen gibt es nur 4 Schuss. Treff dich auf die 4, nichts wiederholen, weil ja. Kein Marker. Genau. Es überhitzt auch nichts, weil Tau vernünftige Plasmawaffen bauen können. So sieht er nämlich aus. Stärke 6 auf die 3. Da ist er. Boah, der macht aber richtig getroffen. Ja, ist genau einer tot. Beziehungsweise, ja, minus 3, genau. Ja, wie viel Schaden macht das? 1 Schaden. Überhitzen kann man nicht. Das war hast du die Schwarmwache geschossen jetzt? Hm? Hast du jetzt auf die ich habe jetzt auf die Tyrannenkrieger geschossen. Ja. Das sind noch Gun-Drones, ne? Die Gun-Drones, die schießen, würde ich sagen, auch auf die auf deine Tyrannenkrieger. Ja. Sind aber nicht mehr in 12 Zoll? Oder zählt das gleichzeitig? Schießen die gleichzeitig? Nee, das ist ja eine einzelne Einheit. Die haben auch keine Schnellfeuerwaffen, die haben Sturmwaffen. Ach. Ja, deswegen auf 18 Zoll, glaube ich.
Die haben, das sind ja 24 Schuss. Okay, 24. Mach ich 2x12, ist einfacher zu würfeln. Treff auf die 4 wegen Drohnencontroller. Auf die 3. Das sind 5 Wunden. Oh, einer tot und einer verliert ein Leben. Und dann habe ich nochmal 12 Schuss. Drohnen und Feuerkrieger müssen das jetzt hier richten, weil alles andere total versagt. Ja. Das sind 4 Wunden ohne Minus. 2 Lebenspunkte hat er noch. Im Schnitt ist er weg. Ja, ist er weg. Ich habe kein CP mehr, ich kann nicht rerollen. Schups. Ja. Du, dann bin ich tatsächlich durch, weil mehr habe ich leider nicht mehr. Haben die Drohnen mehr gemacht als deine Plasmawaffen? Das finde ich irgendwie beeindruckend. Das ist sehr beeindruckend, obwohl ich die auch eigentlich verdammt viel Plasmaschüsse haben. Mhm. Ja, der ist zurückgefallen, der kann nichts mehr machen, du musst keinen Moralwert mehr machen. Ich halte leider nur 2 Marker und mache, glaube ich, keine Mission. Ich glaube, du bist jetzt dran in deiner Runde 3. Die dritte Runde der Tyrannien beginnt. Hab jetzt nach vorne geflogen. Hat tatsächlich jetzt endlich mal so eine Sporenlinie ausgefurzt. Ja. Ist einer im Sturm. Ja, genau. Eigentlich die nicht getroffen haben von den dreien, hätten da noch irgendwie so Sporenminenmodelle bekommen, die ich da hinsetze. Aber habe ich nicht dabei und geht mir auf den Sack. Ja, okay. Ja. Es ist einer tot. Okay. Symbiostorm auf den Typen hier. Kommt nicht. Brauche ich aber. Doch, will ich haben. Okay. Farbe wechseln. 6, jo. Okay. Dann er hier wieder, Katalyst auf sich selbst. Jo. Wir machen es mal richtig rum. Psychic Scream wieder auf den Typen da. Hat er gemacht. W3, jetzt komm. Juhu, tschüss. Wieder hoch. Nein. Okay. Nur der erste war mit Dynamit geladen. Genau, Smite Roberto dann auf die oben. Kriegt plus 1 wegen deinem Resonance Bar. Macht einen Schaden, macht einen Tod. Ziehphase vorbei. Schussphase. Wir machen erstmal das, was unausweichlich ist. Der Tyrannofex muss hier rüberschießen, weil er keine anderen Ziele hat. Aber ich glaube, ich schieße erstmal mit den Schwarmwachen auf die Drohnen. Weil der Tyrannofex gegen diese Riesenviecher irgendwie, glaube ich, geiler ist. Also erstmal Schwarmwachen auf die Drohnen, 12 Schuss. Jawohl. Ich mache das mal hier so, dass du es siehst. Auf die 3. Einsen wiederholen. Raus. Raus. Soll ich den nochmal machen? Ja, jetzt. Bis zu 6. Okay. Auf 2 Plus. Eine 1 dabei. Minus 2 haben die besser als eine. Die haben eine 4er Hose. Achso, guck. Das sind 7 Stück. 7! 7 auf die 6. Ne, sind die droht tot? Gib ich dir die mal. Schlupp. Ups. Dann der Tyrannofex. Schießt doppelt sofort. Auf deine Viecher dann. Und zwar aus dem Arsch, hinter der Ruine hervor. Eigentlich habe ich da so ein bisschen schlechtes Karma, wenn Instyle. Ich das mache. Auf die 4. Ja, okay. Hiermit wird es vielleicht gehen. Okay, das ist gut. 4 ja, Stück. Ja, gut. Stärke 10 habe ich. Hast du Widerstand 5? Ja. Auf der 2. Das sind 4 Stück. Minus 3, ne? Ich glaube es. Ich gucke es für dich nach. Tyrannofex. Minus 3. Ne? Gut, dann fange ich jetzt auch auf meinem Iridium-Suit an. Da habe ich eine 5er Hose. Okay. Standen. Hält der, die nächste 6, bestanden. Die nächste 5. Nicht, nee, das ist nicht bestanden. Das macht dann W6 Schaden. Ne? Warum minus 3? Achso, minus 3, stimmt. Ja, klar. Ja. Und den letzten muss ich auch auf den nehmen. Alter, wie mächtig ist der? Einfach mal alle gesaved, Leute. Das ist so richtig krass, das ist fast hauskrast. Genau. Der ist, ja gut, in der dritten Runde kann man ja auch mal anfangen, einen guten Wurf zu machen. Ne? Ja. Wahnsinn, ey. Ich raste aus. Gut. Und dann der Typ hier auf deinen Commander da. Musst du machen. Muss ich machen, das ist er. Der stand im Wald. Ja, also kriegst auf jeden Fall minus 1 to hit.
Also jeweils wieder 6. Ob der 3, also ob der 4. Und der Symbiostorm jetzt nur auf die 6, sehe ich das richtig? Genau. So, einen sind aber trotzdem hier wiederholen für den Gott-Imperator der Menschheit. So, sehr gut. Das ist raus, das ist raus, das ist raus. Das sind nur 3. Wo siehst du die? Da ist sie. Und die lege ich hier noch dran. So, mit so einem Zeichen noch. Genau. Und den lege ich hier noch dran. Ja. Und dann verwunde ich dich auf die 3. Auf jeden Fall. Immerhin habe ich einen Schildgenerator mit. Das ist gut. Hat er heute Morgen gesagt, also? Komm, so. Nehme ich mit. Wahnsinn. 6, ne? Ja, 6 Stück bitte. 6 mal auf dem Schild. Macht aber auch nur 2 Schaden. Ist er genau tot? Okay. Ich habe kein CP. 6 Schaden, ist er genau weg. Nicht schlecht. Dann ist leider der Schnitt. Ist so. Kriegst du nur, ne? Dann der junge Herr auf deinen Fireside Marksman. Ne, auf deinen Kader Firebelt meine ich. Genau. D3 Schuss. 2 diesmal, das ist genau richtig für den. Krieg ich keinen Abzug, ne? Auf die 3 einfach. Mhm. Einer trifft. Verwundet auf 2 plus. Macht er. Minus 2, 3 Schaden. Und durch. Das ist der hat 5 Leben. Das ist ein zäher Junge. Und hat er wieder 3 Schaden kriegt. Ich glaube aber ja. Oder D3. Von was glaube ich? 3. Heavy Venom Pin. Okay. 3. Aber minus 2. Ne? Aber mit der 1 kein Thema. Dann haben wir die Harpie. Die sieht den auch, ne? Ja, klar. Der sieht. Ich muss ja die Punkte, die Dings da machen. Ja. Also 2D3 Schuss nochmal von der Harpie. Jawohl. Oh, 5 Stück. Richtig gut. Auf die 4. 2 Stück. Eins nicht wiederholen hier wegen bewegt und so. Auch 2 plus. 2 mal bitte. Minus 2. Einer geht durch. Was hat der für eine Hose? Der hat eine. Im Glenn hat er eine 3er Hose. Ach nee, du machst mal minus 2, ne? Dann kommen beide durch, ne? Gut, aber dann ist er ja kaputt. So sieht's aus. Gut. Was schießt noch? Die schießen noch. Auf deine Feuerkrieger. In 12 Zoll Range sind 3. War der nicht auch noch drin? Guck mal nach. So genau gesehen von dir aus. Kannst du mal gucken? 12 Zoll. Hätte ich gesagt, ja. Ja, dann 3, stimmt. Hast recht. 3 mal. 2. Treffen die auf die 4? Ja. Weißt du das? Nee. Nichts. Das reicht nicht. Nee. Ich guck mal einmal rundherum. Alles geschossen, darf nicht nochmal was schießen. Also, Chagoberto, einmal nochmal wieder auf die Krot. Tut, tut, tut. Ja, bin ich glaube ich dran. Rückwärts eingeparkt. Er möchte gerne hier hochcharten. Mal Abwehrfeuer. Stimmt. 10 Schuss. 5. 10. Einer. Eine Wunde. Heil dich. Tschatsch. Ja, 8 Zoll. Ich muss nur davor stehen. Wir haben gesagt, genau. Dass das eine Ruine ist, ne? Richtig. 5 Zoll nach oben. Du kannst ja auch 5 Zoll nach oben kämpfen. Stell ich den mal hier so dran. Ne, der muss geil aussehen. Muss ich jetzt so hinstellen. Stopp's. So. Einmal Schwanzattacke. Ach. Das ist schon wieder die 1. Fassen wir was. Auf die mächtige 2 Plus. Alle. Mit der Rending Claw. Die mächtige 2 Plus. Dann sind die tot. 4 Stück, ne? Ja. Steht der Chef noch. Ja, steht der. Der haut zurück. Nahkampftau. Ja. Peile rein. Ja. Für den zum Sieg. Ja, für das höhere Wohl. Ein Treffer. Mhm. Nochmal eine 6. Leider nicht. Dann die Harpie. Die hatte 3, hat man gerade gesagt, ne? Jawohl. 3 Attacken. Trifft eine. Ich glaube doch. Doch? Ja, die hat glaube ich Stärke 6 oder sowas. Das ist er natürlich. Dann hauen da welche zurück. 4 Attacken. Mhm. Ja, auf die 6. Keine Ahnung. Leider nicht. Ja, so gut. Moraltest haben wir am Start. Da habe ich die müssen bestimmt. 1, Heldenmut, heroisch. Ich nehme den jetzt nochmal. Ja, für den. Der kann auch eine 6 bestimmen. 1 oder 6? Etwa das klingen muss. 5 reicht nicht. Tschüss. Ja, ist er tot. So, mein lieber René, ja. Möchtest du noch mal? Ich glaube, es macht
keinen Sinn. Ich habe noch immerhin drei von denen. Ja. Und einen Feuerkriegertrupp. Aber gegen so viel Boshaftigkeit kann ich leider nichts tun. Da muss ich die junge Rasse einfach mal wieder verkrümeln. Ja. Und dann machen wir kurze Nachbesprechung, würde ich sagen. Ne? Ja, also wir können das auch noch weiterspielen, aber ich glaube, das macht nicht wirklich Sinn. Ne? Nee, ich würde jetzt vielleicht 2-3 Schwarmwaffen noch töten. Das würde mir auch noch Punkte bringen. Ja. Aber ich kann ja keine Marker mehr halten. Ich würde einen Marker jetzt halten. Ne? Ich kann meine Mission nicht mehr erfüllen, bis auf die eine vielleicht noch. Aber es macht keinen Sinn. Wir gucken uns gleich jetzt nochmal das Spiel an. Da müssen wir nochmal sprechen. Ne? Auf jeden Fall. So, wir sind fertig mit Spielen. 2 Stunden ungefähr. Kam vor wie eine halbe. Ja, mir auch tatsächlich. Es ist echt viel gegangen, ne? Also es hat bei dir alles geklappt, muss man so sagen. Der Plan ist aufgegangen. Der Plan ist aufgegangen. Da, also was Tyranniden schießen können, ist einfach richtig mächtig. Und im Zentrum war einfach die Exokrine mit 3 Schaden Flat und dem Symbiostorm, der richtig rattig war heute, ne? Der ist so richtig gut. Also das ist meine Lieblings-Siegkraft. Es ist auch bei Weitem die beste. Es ist auch die beste. Der Kronos ist die beste Schwarmflotte. Ja. Aber es wird, also das liegt halt alles noch am alten Kodex, muss man sagen, ne? Also das wird es im neuen Kodex nicht mehr geben. Das glaube ich auch. Auch so ein Strategy wie zweimal schießen für eine Schwarmwache. Das haben ja alle anderen neuen Kodex-Bücher ja verloren, wenn man so will. Mhm. Ne? Aber die werden dann anders geil, ne? Das muss man schon dazu sagen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ich habe auch wir haben schon mal überlegt, so, man kann ja auch eigentlich noch viel mehr Schwarmbewusstsein machen, dass die vielleicht irgendwie Charge Rerolls bekommen, wenn eine Rotte schon im Nahkampf ist und so. Das ist auch so ganz, ganz fluffig irgendwie. Ne? Ja. Aber heute war für die Tau nichts zu holen. Ne? Ja. Auch der Riptide, der sofort gegangen ist, ich meine mit 3 Schaden flat und trotz Drohnen und 3er-Retter war heute einfach nichts zu holen. Steht und fällt damit, wie gut du so auf die Drohnen würfelst, wenn du deine 5er Phenopen schaffst, dann hast du ja immer 3 Schaden absorbiert dadurch, ne? Genau. Schon richtig gut, aber die sind ja auch teuer geworden jetzt, die Drohnen und so, also, ja. Ja, also Tau brauchen wahrscheinlich am allermeisten sozusagen eine komplette Überarbeitung, also auch einfach keine. Dir fehlt ja einfach auch in der neunten Edition alleine die Charge-Phase, also dass du selber mal mit irgendwas angreifen kannst, um auf den Marker zu kommen. Deswegen bist du ja als Tau generell schon mal langsamer. Ja, ja. Und wenn du sowas machst, dann wenn du mit irgendwas in den Nahkampf kommst, dann machst du keinen Schaden. Ja, aber ich muss sagen, mir graut's davor, was sie daraus machen werden, ne? Das ist die andere Sache. Also, die müssen sich halt wieder überlegen und ich denke, sie werden es auch getan haben. Ja. Also wenn man sieht, was im neuen Ork-Kodex möglich ist, dann schätze ich mal, dass der Tau-Kodex nicht gerade scheiße wird. Und also der alte Ork-Kodex war ja auch so eher so Durchschnitt, würde ich behaupten. Außer Major Naser hat den gespielt, der hat dann damit immer gewonnen. Ne? Aber, genau. Aber ja, der neue Ork-Kodex ist einfach richtig mächtig. Wenn der Tau-Kodex, der kommt ja, glaube ich, Ende des Jahres, ne? Oh. Ne, der ist noch nicht. Ganz zum Schluss im Dezember kommt entweder Tyranniden oder Jinsider Kult. So die Gerüchte. Ach so, okay. Vom Bild her. Vorher kommen noch Custodes und irgendwas anderes. Na gut. Ja, dann. Tau müssen noch ein bisschen warten. Ja. Die kommen dann Ende der 9. Edition und sind dann in der 10. Übermächtig. Mhm. Genau wie die Chaos Space Marines, die kommen ja, glaube ich, ganz am Schluss. Ja, richtig. Was mich persönlich freut, weil ich ja den Chaos Codex liebe. Ich will ja gar nicht, dass da ein neuer rauskommt. Weil man einfach noch viel Einzel wiederholen darf, ne? Für Einheiten, die jetzt wahrscheinlich verlieren werden. Ja, ich fände es nur gut, wenn sie so die Modelle einfach dann einheitlich anpassen würden. Was weiß ich, dass der Chaos Drache jetzt nicht bei den Chaos Space Marines anders gespielt wird als bei den Thousand Suns jetzt. Da blickt ja dann irgendwann keiner mehr durch. Nee, also das könnten sie einfach mit dem FAQ oder sowas mal einen kleinen Update regeln. 2 Punkte, Lebenspunkte Marines oder so. Da braucht es ja erstmal keinen neuen Kodex für. Ne? Aber das sind Wunschträume, das wird nicht passieren. Das wissen wir selber. Das stimmt. Ja, ich hoffe, ihr hattet bei der heutigen Rasur genauso viel Spaß wie ich. Denn manchmal hat man solche Spiele, wo einfach auf der einen Seite alles klappt und auf der anderen Seite
gibt's Tau Ceviche. Mhm. Genau. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, und vor allen Dingen, jetzt kommt der Spoiler schon, die Iron Hands werden es richten. Ja, sie müssen es richten. Müssen es jetzt richten. Wir spielen das Rematch bei mir auf dem Channel. Und das könnt ihr natürlich, geht mal einfach auf meinen Channel drauf, da könnt ihr euch das angucken. Und auf meinem Channel mache ich natürlich auch Werbung für Dakar TV. Richtig. Ja, erstmal schön, vielen Dank, dass du hier warst. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Dakar TV. Ciao. Ciao.